meteorologischen Instrumenten werden ständig die Wetterverhältnisse kontrolliert. Und dann ist es soweit. Mit 110 Stundenkilometern rasen die Matadore des Schneeschuhs die Anlaufbahn herunter und fliegen über den weißen Abgrund. Ein falsches Aufsetzen oder tückische Luftwirbel führen zu gefährlichen Stürzen. Schweden, der Weltrekord-Skiflieger vom vorigen Jahre, jagt über die Schanze und erreicht 125 Meter. Channen, Schweiz, 126 Meter. Sepp Kleisel, der deutsche Meister, springt 121 Meter. Und hier Tauno Luiro, der 19-jährige Wunderknabe aus Finnland. Ernst Schneider, Schweiz, der zweite der Gesamtwertung, erreicht 134 Meter, stürzt aber. Und jetzt Tauno Luiro. Versuch kommt er auf 131 Meter, aber auch ihn zwingt der unheimliche Druck zu Boden. Doch am nächsten Tag gelingt ihm das Unglaubliche. Tauno Luiro bricht den Weltrekord des Schweden Dan Netzel. Was? Nicht ganz so hoch, aber weit! Unendlich weit ist er hinuntergesegelt. 139 Meter zeigen die Ziffern am Kontrollturm. Zehntausende jubeln ihm zu. Es war der schönste Sprung auf der schönsten Schanze.